Ulrich Laschet, Pressesprecher Feuerwehr Köln. Wir sind hier Hauptbahnhof Köln, Bahnhofsvorplatz. Um 10:10 wurde die Leitstelle Feuerwehr Köln von der Deutschen Bahn informiert, dass eine Person unter einem Zug geraten ist. Aufgrund dieses Meldebildes wurde nach dem Einsatzstichwort Person unter Zug die Einsatzkräfte entsendet. Vor Ort konnten wir dieses Meldebild bestätigen. Er ging in einen zweigleisigen oder zweireihigen Zug, genau in den mittleren Drehkranz, unten drunter eingeklemmt. Die Rettung war sehr aufwendig, sehr technisch sehr aufwendig. Es wurden beide Rüstzüge der Feuerwehr Köln alarmiert, da wir hier mit umfangreichem Material, Personal vorgehen mussten, um die Person schließlich nach 1,5 Stunden aus dem Gleisbereich zu befreien. Die Person selber, es besteht Lebensgefahr, wird jetzt im Moment zu einem Krankenhaus der Maximalversorgung gefahren und wir wünschen ihr nur das Beste. Also es gibt Besucher des Hauptbahnhofs, es gibt Geschäfte der Deutschen Bahn, die haben also wirklich den Vorfall live miterlebt. Diese werden natürlich jetzt zurzeit von uns betreut, das heißt also, wir haben sie etwas abgesondert von der Einsatzstelle, werden gefragt, wie es ihnen geht und wir bieten ihnen auch im Nachhinein immer noch eine Betreuung und Gespräche an, um dieses Ereignis zu verarbeiten. Ja, was schätzen Sie, wie viele Einsatzkräfte sind hier dann circa vor Ort? Also wir sind bei Personen unter Zug im Normalfall zwischen 30 und 35 Einsatzkräften unterwegs. Aber aufgrund dieses langwierigen und schwierigen Einsatzes sind wir jetzt wirklich mit über 60 Leuten hier gewesen, da wir mit mehreren Rettungsdienstteams, mit mehreren technischen Hilfeleistungsteams vor Ort waren, um den Einsatz abzuarbeiten.